Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Folge Let's Guck um. Blockscape ist mal wieder da. Update gab es schon seit längerem oder vor längerer Zeit und naja, wir gucken uns die Sache jetzt abermals an. Ja, und dann geht's auch schon los. Und wir werden den Survival-Mode spielen. Ich habe das schon mal angetestet, habe es aber noch nicht so ganz verstanden, wie das hier funktionieren soll. Deswegen, wir probieren es einfach mal. Lade, kleiner Ladebildschirm. Lade, 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 lade. Ja. Da kommt auch schon die Musik und der Einstieg ins Spiel ist toll. Unendliche Weiten, ein Ozean, Bäume. Gucken wir uns mal um. Tja, und jetzt kommen wir auch schon zum ersten Manko. Man kann nichts mehr machen. Es ist halt irgendwie Survival und du musst jetzt hier irgendwie Werkzeuge finden und so, aber ich habe es mir noch nicht so direkt angucken können bislang. Und die Frage ist auch, warte mal, ich mache mal kurz Escape. Werde mal ein bisschen hier an den Lautstärkeregler rumfummeln. So, bisschen leiser. Ja, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie das hier Survival sein soll. Und, Manko 1. Manko 2, man startet jetzt immer genau hier, genau mit dieser Sicht. Also wenn ihr es auch kaufen wollt, euch runterladen wollt, probieren wollt, seht ihr es genauso wie ich. Nicht mehr so schön random, wie es mal war. Kann aber auch sein, dass es nie random war. Auf jeden Fall, sie haben nachgerüstet. Es gibt Palmen, es gibt andere Bäume, es gibt Lagunen und da wollen wir gleich mal rein. Und ja, springen sieht immer noch so ein bisschen Mega-Jump-mäßig aus. Oh. Lagune. Lagune. Ja. Ja, machen kann man nichts mehr. Musik gibt's auch keine mehr. Man kann sie auch nicht ausschalten oder so. Ich hüpfe jetzt hier einfach mal ein bisschen blöde durch die Gegend. Ist auch ein bisschen schade, dass jetzt so still ist. Jetzt müsste ich eigentlich mit anderer Musik dagegen halten. Werden wir auch gleich mal tun. Erstmal hüpfen wir hier so ein bisschen durch. Er rendert noch, er generiert noch die Welt. Und ja, es ist ein bisschen schade, dass sie jetzt so festgelegt ist. Aber naja, hübsch sieht es immer noch aus. Der Berg entsteht. So, und andere Musik zum Gegenhalten hätten wir ja auch da. Also benutzen wir sie einfach mal. So. Global Background Detection. Waiting. Ja. Ist das nicht schön? Wartemusik für uns alle. Ach, verdammt. Dann machen wir wieder Wartemusik für uns alle. So, bis ich wieder Escape drücke, ist wieder vorbei. Aber so lange dudelt es ein bisschen. Und dann können wir es auch enden lassen. Ja. Und so sieht Blockscape aus. Also ich finde, es sieht ja sehr, sehr nett aus. Das haben sie schon gut hingekriegt. Baumtypen, die sie sich so haben einfallen lassen, ist auch nicht schlecht. Blöcke, die irgendwo einfach in der Luft schweben, haben sie auch super hingekriegt. Ja, ein bisschen Minecraft-Flair. Ein paar Glühwürmchen, die noch ein bisschen hüpfen. Und ja, noch mehr Baumtypen. Also das ist schon eine Hausnummer. Was ein bisschen schade ist, ist, hui, eine Schlucht. Was ein bisschen schade ist, ist, dass man nichts mehr machen kann. Das ist halt wirklich schade. Vielleicht finden wir hier noch eine Kiste. Wir gucken uns die ganze Sache mal jetzt hier 10 Minuten, Viertelstunde an. Und dann gehen wir wieder raus. Dann kann ich wieder ein bisschen Minecraft spielen, ne? Also von den Lichteffekten her, rotes Laub. Eine Felswand. Ah. Ja, also so rein optisch hat es was. Man müsste bloß was tun können, dann hätte es mehr. Ich
würde es auch gerne mal spielen. Und das ist noch ein bisschen hakelig. Also so, ja, was immer noch ist, ne, man kann halt nicht Minecraft-Steuerung nehmen und Mausrad macht auch was anderes als bei Minecraft. Das ist alles nicht, ach, naja, zu viel Eigenheiten sind auch nicht gut. Und dass man dann hier immer wieder an so einer Kante, ja, bleibt man hier an Blättern hängen, kann auch drüber hüpfen. Es gibt hier immer wieder so eine, wenn es so eine Zweierkante ist, bleibt man hängen. Das ist halt auch irgendwie komisch. Man hat so das Gefühl, man könnte drüber laufen, aber darf es doch nicht. Jetzt bleibe ich hier da oben an einem Blatt hängen. Naja, ist ja Beta, ne? Das verstehen andere Leute anders. Also Mojang hat ja eine Beta rausgebracht, die definitiv spielbar war. Diese hier ist nicht so wirklich spielbar, so wie es mir scheint. Aber ja, der eine Herr, der sich das ausgedacht hat, ist ja auch nur ein Herr und keine kleine Firma. Und auch wenn es immer so wirkte, als hätte Notch das alles alleine gemacht, war es ja nicht so. Er hat ja schon sehr früh sich Unterstützung holen können durch die Beta-Phase und das Anklingen in der Community. Natürlich, auch Leute wie Gronkh und andere haben dazu beigetragen. Gronkh als bekanntester Let's Player von Minecraft im deutschsprachigen Raum. Und ich weiß gar nicht, wie es im englischsprachigen Raum aussieht, wer da der große Zampano ist. Der eine, den sie alle mal gesehen haben und alle kennen. Ja, man kann hier ein bisschen hochkraxeln. Naja, das ist alles noch ein bisschen Beta. So, jetzt springen wir mal viel zu weit runter und überleben. Gut, also Survival sieht anders aus. Es sieht aber immer noch hübsch aus. Das bleibt einfach so als Eindruck. Sieht hübsch aus. So, gucken wir uns die Sache nochmal hier so unter Wasser an. Gehen wir nochmal ins Wasser. Ich weiß auch nicht, wie groß die Welt ist. So gegen Minecraft, da ist sie ja doch riesig. Genau, hier. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen komisch, ne? Unter Wasser wird das obere komplett weggehauen und dann sieht man da ja nichts mehr. Das ist halt ein bisschen schade. Aber ja, hier mit den Caves und so, das ist schon, also der Map-Generator ist schon top. Sieht schon vernünftig aus. Jetzt können wir hier sogar noch durch. Da kommen wir raus. Gehen wir mal hier raus. Speichern werde ich das Ganze mal nicht. Wir könnten auch gleich noch in den God-Mode gehen und uns nochmal angucken, welche Materialien jetzt hier zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob der Survival-Mode irgendeinen Sinn hat, außer dass man immer wieder in der gleichen Gegend startet. Ja. Ach ja, hübsch ist es, hübsch ist es. Könnte noch ein bisschen Feintuning vertragen. Die Steuerung hakelt ein wenig. Wie gesagt, die hier so, ne, dass man da manchmal nicht drüber kommt. Manchmal aber doch. Ui. Wieder Game-Musik. Wir haben ein neues Territorium erreicht. Und die Musik im Spiel ist auch nicht schlecht. Also manchmal ist es auch gut, wenn man sich von Chiptunes löst und mal richtige Musik macht. Passt hier auch zur Gegend, zur Ausstattung, zur was auch immer. Ah, mal gucken, was werde ich dann noch schnell rendern und dann vielleicht heute sogar noch hochladen können. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So. Ui, dup. So. Schon wieder zu oft so gesagt. Naja, also wirklich was machen kann man hier halt nicht. Das ist halt scheiße zum Zeigen, ne? Könnte ich mir auch nochmal dieses Open Source Minecraft Gedöns reinziehen. Das gibt's ja auch noch. Ich weiß nicht, wie weit die inzwischen sind. Aber ja, hier Nachteile bleiben einfach, ne? Man kann es nur unter Windows spielen, starten. Also so mit mal einen Server irgendwo und dann das drauf laufen lassen, ist halt möglich, aber nicht so einfach möglich. Vor allem immer mit Lizenzkosten verbunden. Das sollte man auch nicht vergessen. Also man braucht nicht nur die Lizenz fürs Spiel, sondern auch die Lizenz für Windows.
um es laufen zu lassen. Auch hier können wir auf Blättern latschen. Naja, und hier ein großes Schneefeld. Bisschen Gras am Rand. Also, rein optisch ziemlich geil. Der Himmel sieht cool aus. Es bleibt halt einfach eine Augenweide. Man müsste nur was tun können, ne? Dann wäre es irgendwie geiler. Ich weiß auch nicht, ob sie jemals... Ach ja, irgendwie meine zwei Balken sind weg. Ich verhungere, glaube ich, gerade. Aber es passiert nichts. Ja. Hm. Und es ist, glaube ich, auch zu feingliederig, um hier wirklich bauen zu können. Das ist... Naja, gehen wir nochmal in Godmode rüber. Achso, wir sind ja schon wieder tonlos. Dann vertonen wir selber. Ich latsche einfach mal in die Richtung noch weiter. Kommen wir her. Ist auch irgendwie komisch. Space-Taste gedrückt halten lässt einen so zu so einer Art Känguru mutieren. Das ist auch irgendwie merkwürdig. Vor allem die Distanzen, die man hier überbrückt. Das ist, kommt einem doch eher vor, als ob man hier so, naja, gefühlte 5 bis 10 Meter groß ist. So, warten wir mal wieder, bis sich's aufgebaut hat. Er rendert, rendert, rendert. Beziehungsweise generiert die Karte. Und ja, die Engine, die sie sich gewählt haben, das ist ja hier so eine Voxel, glaube ich, eine Voxel-Grafik. Oder zumindest an Voxel angelehnt. Kennt man auch seit Mitte der 90er. Gab es mehrere Flugsimulatoren, die diese Art und Weise der Kartengenerierung benutzt haben. Ich weiß nicht, ob dem wirklich so ist. Ich habe jetzt nicht nachgelesen. Es kommt mir auf jeden Fall so vor, wie so erste Versionen von Apache und so hatten das. Also Flugsimulatoren mit Hubschraubern, mit Flugzeugen, mit... Hast du nicht gesehen? Da war es sehr beliebt, diese Art und Weise. Weil die Terrains konnten einfach aus Höhenkarten generiert werden. Tja, was ist denn eine Höhenkarte? Das ist ganz einfach. Ihr macht euch, nehmt euch ein Blatt Papier und dann nehmt ihr euch einen Bleistift. Und dann malt er da so Kreise drauf oder Oval oder sowas. Und dann müsstet ihr nur noch anfangen mit Buntstiften zwischen Weiß und Schwarz, also zwischen zwei Farbtönen oder auch meinetwegen auch mehreren mit Grün und so weiter, diese einzelnen Höhenpassagen auszumalen in bestimmten Farben. Und dann könnte man ja damit zum Programm hingehen und aus so einem 2D-Bild eine 3D-Grafik generieren. Dafür gibt es auch Tools, dann kann man auch selber Landschaften generieren. Haben auch einige Renderprogramme drin. Maya, glaube ich, war da ziemlich vorne mit dabei, die auch sowas haben. Oder? Ach nee, Blödsinn, nicht Maya. Och, wie hieß denn das? Wie hieß denn das Programm? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwas in den 90ern war sehr populär. Da konntest du halt, war so das erste Programm, wo du so eine Nase lang ziehen konntest und sowas. Irgendwas mit Goo oder so. Und von derselben Bude... Ich glaube, New Yorker Software-Schmiede gab es auch so einen Generator für Landschaften, der lange Zeit halt sehr populär war und auch, glaube, für Hollywood-Produktionen oder Fernsehproduktionen hin und wieder mal herhalten musste. Also sehr beliebt das Ding und das konnte halt auch diese Voxel-Grafiken umsetzen, was ja im Endeffekt nur ein Prinzip ist, um aus 2D-Bildern 3D-Grafiken zu erzeugen. Mit ein bisschen Blurren hier, ein bisschen Brushen dort kommt dann halt richtig was Cooles bei raus. Und dieses hier scheint mir ähnlich aufgebaut zu sein. Ich weiß nicht, wie Minecraft das macht. Aber Minecraft sieht anders aus. Also... auch von der Kartengenerierung. Es kommen da zwar auch ziemlich geile Gebirge zustande, aber sowas Cooles wie hier, wo wir hier gerade durchhöppeln, gibt es dann doch nicht. Ne? Das ist nicht so ganz Minecraft. Höppel, höppel. So. So die so, weil die weil. Genug rumgehöppelt, glaube ich. Hier waren wir auch schon. Ist immer schwer auch zu erkennen, wo man schon war und wo man noch nicht wäre. Gut, das ist jetzt bei Minecraft auch nicht so besonders einfach, da wir mir auch schon mehrfach verlaufen.
Vor allem, weil die Sichtweite ja nicht so weit reicht. Und das ist halt hier, naja, um mal wieder einen Vorteil zu haben, ne? Das ist halt hier auch nett, dass du halt einfach mal ziemlich scheiße weit gucken kannst. Auch wenn die Map-Generierung nicht wirklich hinterher kommt. Und auch nach Höhen arbeitet, wie ihr seht, ne? Aufgefallen? Zuerst werden sowas wie Bäume hingemalt und dann irgendwann ganz zum Schluss kommt das Wasser unten. Also es erarbeitet irgendwie von oben nach unten, beziehungsweise von unten nach oben. Also von der Höhe, auf der wir gerade uns befinden, glaube ich, geht's los. Und dann rechnet er sich so rum, drumherum in Schnecken oder in Kreisen. Tja. Düb, 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 düb. Ja, ist auch eine schöne Musik, oder? Kann man auch benutzen. Tja, wenn ihr nochmal, wenn ihr nochmal Vorschläge habt, neue Samples habt, irgendwas habt, was ihr nochmal muss, schreibt es doch in die Kommentare, schickt einen Link oder so, oder schreibt den Dateinamen, wie er bei freesounds.org zu finden wäre, einfach da rein, dann kann ich das benutzen. Und ich glaube, an dieser Stelle mit dieser wunderschönen Ansicht, mit diesem Ausblick auf ein wenig Dschungel, Palmen, Blätterwald, rote Bäume und eine Schlucht, soll es das aus der Welt vom Blockscape erstmal wieder gewesen sein. Ich hätte euch gerne mehr gezeigt, aber man kann hier gerade überhaupt nichts machen, außer im God-Mode, und God-Mode ist irgendwie langweilig, oder? Hier so klick-klick weg, klick-klick gerade, klick-klick hin, das ist irgendwie nicht so meins. Ich bin nicht so der Creative Crafter, jedenfalls nicht, was das angeht. Es ist halt auch schwer, wenn man sich so an Minecraft und diese Klötzchenartigkeit des Seins gewöhnt hat. So, und da wir auf dem Berg stehen. Oh. Echo. 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 Ein bisschen zu höhlig. Warte mal. Echo. Nee. Echo auch nicht. Haben wir gar nicht das richtige Echo gefunden. Na gut. Aber mit dieser schönen Musik hier können wir das auch ausklingen lassen, würde ich mal sagen. Und wir freuen uns auf weitere Versionen. Es ist gerade ein bisschen eingeschlafen. Ich hoffe, sie machen noch weiter. Also vor allem, weil ich dafür ja... Och mein Gott, 10 Euro? 5 Euro? Ich weiß nicht mehr. Irgendwann mal Geld auch denen überwiesen, weil ich es nett fand. Und dachte mir, wenn ich die Konkurrenz ein bisschen mitpushe, dann muss Minecraft sich vielleicht bewegen. Aber Minecraft bewegt sich nicht mehr so schnell, wie es sich mal bewegt. Das ist halt jetzt auch eine Firma. Und sie müssen halt auch gucken, dass sie kosteneffizient arbeiten. Vor allem müssen sie sich ja was ausdenken, wie sie denn zukünftig Geld verdienen, weil man bezahlt ja Minecraft nur einmal. Haben ja sich auch schon Ideen ausgedacht, so mit eigener Serverfarm und so. Aber ja, ein bisschen Konkurrenz kann nie starten, und vor allem, wenn es denn mal so aussieht und man sich ja so einfach frei bewegen kann. Tschüss. Viel Spaß. Bis dahin. Und vielleicht sehen wir uns ja in einem Minecraft-Let's Play wieder. Bye, bye.